Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Easygoing GmbH, eurem Vanlife-Kompetenzzentrum aus Österreich. Heute befassen wir uns wieder mit unserem Ausbau Sport und dieses Mal im Opel Vivaro, Baujahr 2018. Das Fahrzeug ist baugleich mit dem Renault Trafic und dem Fiat Talento. Wir kriegen immer wieder die Frage gestellt, ist der Ausbau Sport für unser Fahrzeug, für unser Basisfahrzeug geeignet? Und ja, mehr als ja, wir schaffen das in einer gewissen Dimensionierung, in einer gewissen Parametrisierung ist er eigentlich für jedes Fahrzeug da draußen möglich. Wie gesagt, es gibt ein paar Maße, auf die gehen wir aber detaillierter in unseren Beschreibungsvideos für die Systemlesungen ein. Schaut euch das an und schaut euch auch die anderen Videos zum Ausbau Sport an. Dann, glaube ich, kriegt ihr ein Gefühl dafür, wie das Ganze zu euch passt und zu eurem Fahrzeug. In dem Fall haben wir ein Fahrzeug mit Flügeltüren. Ist bei uns ja eigentlich gar nicht so oft gesehen. Es hat aber durchaus seine Vorteile. Man muss wissen, wenn das Fahrzeug auch im, im Unternehmeralltag funktionieren sollte, dann ist es oftmals ganz geschickt, die Flügeltürversion zu haben, weil man da auch eine Palette mit dem Stapler beispielsweise laden kann. Für den Ausbausport selbst hat das Ganze aber keinen Einfluss. Wir haben genauso wie in jedem anderen Fahrzeug einige Maße, die die Dimensionierung vom Ausbausport bestimmen. In dem Fall handelt es sich um die lichte Weite der Durchlade- bzw. Kofferraumöffnung. Dann haben wir da noch die Schlafhöhe, die zusammenhängt mit der Höhe der vorderen Sitze. Und die mögliche Auszugkombination. In dem Fall gehen Sie beim Ausbau Sport im Opel Vivaro einmal ein Küchenauszug mit integrierter Stufe und ein Kistenauszug für eine 60er Breite, das heißt für die große Eurobox quer aus. Wenn man sich den anschaut, sieht man hier schon, wie viel Stauraum das da tatsächlich da ist. Die Auszüge sind wie immer mit 200 Kilogramm belastbar, verfügen über die komfortable Einhandbedienung und wir haben wirklich massig Platz und Stauraum, den wir dann so sehr geordnet und rückenschonend verwenden können. Den Küchenauszug kennen wir eigentlich eh schon ganz gut. Wer da mehr Informationen dazu möchte, schaut sich im besten Fall die Videoreihe zu unseren Systemlösungen bzw. dezidiert zum Ausbau Sport an. Hier hat sich der Kunde sein eigenes Setup sozusagen gewählt, wo man verschiedenste Geschichten einbringt. Gute Flaschen Wein ist auch immer dabei. Genau, ja, auch hier im Einsatz die Boxendeckel für die Euroboxen gibt es für kleine und große Euroboxen. Ganz interessant bei dem Fahrzeug ist zu wissen, dass das eine Doppelkabine war. Der Kunde hat die zweite Sitzreihe komplett entfernt, hat auch die Trennwand rausgegeben und wir haben ihm dann ein Schnierle-Schienenbodensystem mit unseren Einzelsitzen verpassen können. Wir haben dort zwei durchgehende Schienen und zwei dazu passende Sitze mit unserem Bezug aus 100% Schurwolle. Vielleicht schauen wir uns das vorne kurz an. Wie gesagt, hier haben wir ein spannendes Setup. Zum einen haben wir gewisse Sachen, die der Kunde selbst gemacht hat. Die gesamte Verkleidung des Fahrzeugs wurde da vom Kunden erledigt. Auch das Batteriemanagementsystem, die Zusatzbatterie und ein relativ komfortabler und großer Wechselrichter ist auch verbaut worden. Da ist es so, dass wir die ganzen Einzelteile bzw. Dämmung etc. bereitgestellt haben. Da könnt ihr mal einen Blick in unseren Online-Shop werfen. Wir haben da ziemlich viel und ein gutes Sortiment für euch zum Selbstausbauen.
Das Herzstück des Fahrzeugs, eben der Ausbausport mit den verbauten Einzelsitzen, funktioniert in dem Fall so, dass wir eine Konstruktion an Ausweichwinkeln haben, die in dem Fall zum Beispiel das sogar erlauben, zwischen den beiden Sitzen vorbeizukommen. Da sieht man eigentlich ganz gut, wie multifunktionell einsetzbar unsere Lösung für das Ausweichen an starren Gegenständen ist, in dem Fall eben der Ausweichwinkel. Ich kann hier einmal unterstützen, indem ich die Höhe verstellen kann und das Ganze fixiere. Aber ich kann den Ganzen auch links-rechts verschieben, um da zwischen den Sitzen vorbeizukommen. Zusätzlich ist es ganz interessant, dass bei den verbauten Einzelsitzen, das ist bei unseren Roma-Modellen eben auch der Fall, die Möglichkeit besteht, dass sich das Bett auf der Rückenseite des Sitzes auflagert. In dem Fall ist der Sitz eh gelockert. Ich kann da in der Schiene ganz einfach nach vorne fahren und kann eben hier das Rückenteil nehmen, um das Bett in gewisse Positionen zu unterstützen. Ups, Einspanngurt. Das Bett ist verstaut, der Einzelsitz kann aufgeklappt werden. Wir haben hier die Möglichkeit, ganz zurückzufahren, um maximale Fußfreiheit zu gewährleisten. Dann müssen wir nur die richtige Stellung finden, um das Ganze zu verriegeln. Und schon habe ich einen feststehenden Sitz. Der Einzelsitz ist natürlich auch sehr leicht entfernbar und in dem Fall herüben stelle ich ihn auf. Der Gurt ist integriert und wir sind vorbereitet für die gesamte Familie. Abgerundet wird das Ganze da herinnen von unserem Biobodenbelag. Zudem werden wir euch ein eigenes Video drehen, wo wir da ein bisschen drauf eingehen. Bis dahin hoffe, dass wir euch wieder einen Einblick in unsere Arbeit geben konnten, in unsere Systemlösungen und auch in die Dienstleistungen, die wir so anbieten. Lasst uns gerne einen Kommentar da, gebt uns Feedback und wenn ihr Fragen habt, lasst es uns wissen. Bis dann und danke fürs Zuschauen. Ciao.